Willkommen zurück bei World of Warcraft im Startgebiet der Nachtelfen. Und wir gehen jetzt direkt zu Korydras Mondzorn und geben das gefüllte Gefäß ab. Oder wie auch immer das jetzt da hieß. ja, wo lang? Da lang? Okay. Dann da lang. Jo. Ah, ich schwimme immer nach unten. Ich, ja. Es zieht mich immer runter. Das ist wahrscheinlich mein Ego. Es zieht mich nach unten. So, komm mal raus hier. Ein bisschen zurückscrollen. Ich sehe sonst nichts. So, wohin? Dahin. Und Akro, war ja klar. Kann ich aber jetzt keine Rücksicht drauf nehmen hier. Machen wir mal so. Dann sind wir ein bisschen schneller. So, ab durch die Mitte. Oh ja, kommt der ganze Wald hinter mir her. Haut ab. So, hier muss der irgendwo rumstehen. Wieso kriege ich eigentlich hier immer irgendwelche Fehlermeldungen? Das ist ja ätzend. Der Questguru-Trecker. Ja, der kann mich auch mal. So, guten Tag. Seid gegrüßt. Ja, und abgeben. Oh, hier gibt es wieder was. Wie jetzt? Ja, ich hab nix, ne? Das ist ja furchtbar. Ich hab irgendwie gar nichts an. Ich bin halb nackt. So, jetzt aber. Und was hat er? Oh, ich glaube, er führt uns nach Danassos, die Heimat der Kaldorei. Bringt das gefüllte Gefäß zu Tyrande Whisperwind in Danassos. Viel Glück. Danassos, es geht in die Heimat. Okay. Dann mal da lang. Und damit nähern wir uns dem Ende, würde ich behaupten. Was heißt, ich würde es behaupten? Ich weiß es ja, ich habe es ja schon mal gespielt, aber es war ja alles weg. Naja, ach Gott, was soll's. Auf zu Tyrande. Und ich nehme mal an, der gute Malfurion steht natürlich auch bei ihr. Die beiden sind ja ein Liebespärchen. Da werden die bestimmt gemeinsam da stehen und nur auf mich warten. So, erstmal da gucken. Ja, okay, wir könnten jetzt hier durch die Händler marschieren wahrscheinlich. Aber erstens kenne ich mich nicht aus. Dann sitzen wir hier morgen noch, weil ich nicht durch die Händlergassen komme. Ja, nein, wir nehmen den großen Weg. Oh, das finde ich aber schön hier, wirklich, ne? Da. Voll der Baum in Bärengestalt, oben hier so ein Adler drauf. Das sieht toll aus. Tolles Startgebiet. So, da haben wir ja einen Heldenaufruf. Ja, wo würde der uns denn dann hinführen? Mal gucken. Dunkelküste. Ah ja, okay. Nach Lordanel. Gut, aber das wäre ja dann im Prinzip nicht mehr das Startgebiet, ne? So, okay, den Weg da. Da hinten steht auch noch einer. Wer ist das? Oh, der Dunkelmondjahrmarkt hat begonnen. Okay. So, hier müssen wir hin. Schade, dass ich jetzt nicht fliegen kann. Also ich würde euch das gerade wirklich super gern zeigen, wie schön das hier alles gemacht ist. Und ja, gähn. Und ja, so die Farben und so wunderschön. Aber wir können ja leider nicht fliegen. Naja, müsst ihr euch im Zweifelsfall selber anschauen. Und dann müsst ihr mal bis, weiß ich, wann kann man fliegen? Ab 60 oder was? Ja, dann müsst ihr mal hochspielen, den Char. Und dann mal hier schön drüber fliegen. So, Tempel des Mondes. Wo geht's hier lang? Da hinten. Da hinten müssen wir hoch. Ich habe mal auf Horde-Seite bei ein paar Städte-Raids mitgemacht. Von daher,
weiß ich natürlich, dass Tyrande und Malfurion hier hinten stehen. Aber so richtig viel habe ich hier nicht gesehen von der schönen Stadt. Aber gut, macht ja nichts. Wo sind denn die beiden? Ach, da oben. So, mal hier rum. Ach, und die Musik ist auch so schön hier. Hier haben wir noch eine Quest. Da gucken wir mal. Wie darf ich helfen? Benutzt den Teleportbaum im westlichen Teil von Darnassus und reist nach Rutaran. Ja, okay. Rutaran ist dann auch schon wieder nächstes Gebiet. So. Da sind die zwei Schnuffelhasen. Tyrande Whisperwind und Malfurion Sturmgrimm. Och, sie sieht aber auch... Ui, sie sieht toll aus. Schön. Episch. Okay. Dann geben wir hier mal ab. Die Göttin ist mein Schild. Und fertig. Und 50 Quests abgeschlossen. Uiuiui. Stufe 12 erreicht. Meine Fresse. Und was haben wir hier noch? Sternensog, Wiederbeleben haben wir bekommen. Okay, aber ich denke, ja. Wer bist du denn da oben? Doritur, Tyrandes Begleiter. Ach, auch schön. Jo, ihr Süßen, das war's jetzt hier schon mit dem Startgebiet der Nachtelfen. Ich wollte schon wieder gerade irgendwie sagen, Nachtgebiet der Startelfen. Also, das war's jetzt von hier aus. Ich stelle mich mal hier so ganz frech. Ich stelle mich mal hier in die Mitte. Dann haben wir noch ein schickes Abschlussbild. So, ja, tolles Startgebiet ist es gewesen. Natürlich eins von den alten. Da musste man weitere Wege laufen als bei den ganz neuen Gebieten. Das ist aber bei allen alten Startgebieten so. Obwohl hier ging das halt noch, fand ich. Ich habe schon schlimmere gesehen, wo man wirklich dauernd nur einmal quer durch die ganze Wüste und wieder zurück und dann nochmal hin und zurück. Also das ging hier. Das waren super schöne Quests auf jeden Fall. Ja... Ich hatte ja wieder mal ein bisschen Schwierigkeiten. Gab es jetzt eigentlich ein Startgebiet, bei dem ich nicht irgendwelche Probleme hatte, irgendwie beim Aufnehmen oder bei ich weiß gar nicht was? Also ich glaube nicht. Das zieht sich jetzt hier durch die ganze, ja, durch die ganze WoW-Zeit hier bei mir durch, dass ich dauernd immer irgendwelche Probleme habe anscheinend. Naja, was soll's. Also wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, empfehlt mich weiter. Und dann verabschiede ich mich von hier aus mit Malfurion Sturmgrimm und Tyrande Whisperwind und sage Tschüss. Zum nächsten Startgebiet sehen wir uns wieder. Jo, macht's gut. Bis dann. Ciao.